Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier im LS22 zu der neuen Folge My Friend and Me in the Country Breaks. Jo, wir sind immer weiter fleißig am Felder gucken, dass wir unser Feld fertig kriegen. Ja, ich organisiere jetzt irgendwie mal einen Kalt. Dafür rufe ich mal kurz. Genau. Alle Welt, ey. Dominik. Ja? Alle, wenn du bist es, was ich hier für einen Steuer bekommen habe. Boah, Alter. Was denn? 50 Meter. Was eine Karre, die kriege ich kaum gefahren mit dem John Deere hier. Ja, muss halt das Große nehmen. Ja, den Großen hast du gerade. Der schafft auch gerade so die Sämaschine da. Was? Das ist 3 Meter Sämaschine, die schafft mein Rasenmäher-Traktor. Ach so, genau. Jetzt 200 PS. Da müssen wir mal Geräte wechseln. Ja, guck mal, Dominik. Ach du Heilige. Ja, Alter. Für die Karre waren. Er bringt dann 20 Meter Schreier oder so fest. Ja, Alter, Abfahrt, Junge. Ist ja nicht ganz dicht, du. Ja, ich hab mir den ausgeliehen. Hast du nicht gesagt, damit er das braucht, für sein Bobby-Kraftfeld? Egal, wenn die nur den einen haben. Scheiße. Boah, 3 Kammer. Digga. Junge, wie fährst du eigentlich? Was denn? Wie willst du da auf dem engen Feld arbeiten, ha? Hochmachen, drehen.
Hobbio, hä? Du bist rund gefahren. Na. Doch. Ich hab das doch gesehen, ich bin ja blind. Jo, mit dem Ding über. Warte mal. Mann, da muss ich hier auch nochmal lang fahren. Das habe ich ja auch ein Stück geflügt. Ich kann jetzt schneller fahren. Bleib da noch mal stehen, ich will da ein Bild für unser Homepage machen. Ja, da muss man aufpassen. Komm hier vorne mal hin. War noch ein bisschen mal. Irgendwo soll ja auch eine Kalkstation sein. Muss ich mir gleich noch voll machen. Ich glaube, wir müssen auch mal einen Traktor tauschen. Sonst überlebe ich den Weg nicht. Mhm. Aber jetzt kannst du alles ansehen. Schön die Seemaschine laufen lassen. Das ist auch recht. Kannst auch mal mit dem kleinen Johnny fahren. Mit dem großen. Der ist ja klein. Der ist ja relativ groß. Ja, 200 PS, das klappt nämlich, glaube ich, schon besser vor dem, dem Kalksteuer. Das sieht schon besser aus. So, irgendwo soll die eine Kalkstation sein. Wo ist die Frage? Dominik, weißt du, wo die Kalkstation ist? Na, irgendwann wo Booster mit da ist. Ah, Ladestation. Muss ich gucken. Ich hab die alle ausgeschaltet. Jetzt, ich weiß, wo die ist. Wo? Hier ohne. Direkt hier ohne drunter. Geil. Geil. Was geil. Das ist denn so geil? Digga, läufst du mir die ganze Zeit hinterher wie so ein Geier. Ja, der Glas schlägt sich schon besser davor. Die Ladestation hier. Und wieder jetzt rein.
scheiß Folies. Ist nicht voll, 95%. Weil du noch nichts laden kannst, oder? Doch, eigentlich schon. Warum komme ich jetzt in die Karre nicht rein? Muss mir mal Load- oder Nehmer-Status geben. Alter, ich den Schlüssel mal geben. Ist voll. Hä? Hä? Hast du denn nicht? Warte. Warte. Was denn? Ich schreibe uns gerade eine Rechnung. Wo steht hier in den Kalken? Abfahren, Silo-Lieferung. Ach, wo ist das? Was ist da mit den 3000 Euro? Was für 3000 Euro? Von Herrn Wolf. Hä? Ja, muss ich gleich mal gucken. So, jetzt guck ich mal. Ja, warte. Ich war bei uns gerade in dem Konto. Oh, Scheiße. So, Rechnungen. 3000 Euro? Ich muss gleich mal nachfragen. Erstmal Neuhaus. Bodenschäden am Hof, schreibt er. Hä? Unter Details, wenn du auf die zusätzliche Kosten Bodenschäden am Hof schreibt. Ja, ich frag gleich mal nach. Evil mit Herrn. Den Deckel nehme ich jetzt zu. Ah, jetzt. So, ich fahre erstmal die Karre wieder zurück. Ja, gespannt, was jetzt das wieder ist. Ich auch. Wahrscheinlich warst du wieder schlimm. Ich glaub's auch. Oh! Guten Tag, die Bürgerin. Ich lade sie alle ein zu meinem kleinen Hof. Oha, Toni, hast du es gesehen? Es ist fest. Ja. Umbaumaßnahmen. So, dann ruf ich jetzt gleich mal an. Ich bin mit Herrn. Ja. So. Piep. Ja. Hallo Neuhaus. Ich habe hier einen Tagsteuer zurückgebracht. Ja, vielen Dank. Ja. Ich habe die Kosten haben sie schon wieder bekommen. Ja. Als Rechnung. Ja, okay. Ich rufe mal kurz den Herrn Wolf an. Beep, beep. Ja, hallo? Hallo, Herr Wolf. Ja. Ich habe gerade eben mal meine Online-Unterlagen geguckt. Ja. Da ist irgendwie eine Rechnung offen von 3000 Euro.
Ja. Wegen angeblichen Bodenschäden. Ja. Wie kommt das denn zustande? Indem sie den Pflug abgelassen haben und mir meinen Boden dermaßen reingeagert haben. Ja, aber finden Sie nicht, dass 3000 Euro irgendwie ein bisschen viel ist für den Boden? Ich muss die Baufirma bezahlen, ich muss den Boden bezahlen. Ja, ich muss den neuen Beton bezahlen, der reinkommt. Ich muss den neuen Schutt bezahlen, der reinkommt. Aber 3000 Euro ist ja schon ein bisschen übergriffen, finde ich. Ja, die Baufirma macht auch nicht für 100 Euro, ne? Ja, aber vielleicht um die 1000 hätte ich noch kapiert, aber 3000 finde ich jetzt schon ein bisschen zickig. Also. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Ja, Dominik? Haben wir Feierabend oder was? Was? Ob wir Feierabend haben? Ja, ich habe auf die Uhr. Ich verarschen. Das Feld ist schon nicht mal zur Hälfte angesät und du machst die Feierabend. Ja, ihr könnt euch fertig sehen. Ich muss noch vorbereiten. Ja, ich habe schon gesehen, sie machen ein Hoffest gleich. Ja. Ja, lasst euch Zeit. Seid kurz. Alles gut, fertig. Ja, Dominik. Sitz in die Karre und seh fertig. Ja, brauchst mich gar nicht so angucken. Setz dich jetzt da rein. Schaml auf die Uhr. Unten Junge, steht die Uhr sagt 16. Arbeiten, also, jalla. Irgendwo bei den Typen noch so verkauft. Irgendwann müssen wir gleich mal eine Schalle bekommen. Jetzt seh fertig. Brauchst du mir gar nicht herlaufen wie so ein Hund. Ich hab da gerade eine geschallert, falls du das nicht mitgekriegst. Nee. Federnschläge tut mir. Jetzt seh fertig. So. Seh jetzt fertig. Jo, passt. Also, klärt ihr das und dann. Ja. Fahrt halt dann runter. Lasst euch Zeit. So, Dominik, seh fertig. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Abo und ein Like da. Schaut bei den komischen roten Bummuckel-Ding da vorbei. Link dazu ist in der Infobox. Lasst ein bisschen Liebe da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. So, ciao, ciao. Ciao.